Alles, was diese Rallye seit Ende Oktober angetrieben hat, ist jetzt nicht mehr vorhanden. Erstens die bärische Stimmung, die zu einer bärischen Positionierung geführt hat, mithin also zu einer hohen Short-Positionierung von institutionellen Anlegern wie Hedgefonds. Wir haben nicht mehr dementsprechend eine Positionierung, die dann einen Short-Squeeze auslösen kann. Das ist massiv passiert, weil die Stimmung so bärisch war, waren auch jene Player am Markt, die gar nicht Short gehen können, sehr wenig investiert. Die mussten dann alle auf den Zug aufspringen, als die Kurse nach oben gingen. Und warum sind die Kurse nach oben gegangen? Weil man sich sagt, naja, die Fed ist fertig, die Geldpolitik hat fertig mit den Zinsen, absehbar kommen Zinssenkungen gleich. Wohl wird die Wirtschaft weich landen, deswegen sind die Renditen gefallen. Wenn die Renditen fallen, dann steigen in der Regel die Aktienmärkte. Das war diesmal auch so. Jetzt ist die Euphorie so groß, dass vieles dafür spricht, dass diese Weihnachtsrallye, die ja regelmäßig erwartet wird, im Grunde jetzt schon gelaufen ist und die Risiken immer mehr zunehmen, dass da jetzt ein Rückschlag kommt. Warum, wieso, weshalb, will ich im folgenden Video zeigen. Erstens mal sehen wir Stimmung der US-Privatinvestoren mit 45,3% Bullen. Jetzt noch euphorischer bei nur 21,6% Bären. Also wir sehen Stimmung der Privatinvestoren, die noch am 1.11. bei 24% Bullen lag. Die hat sich komplett gedreht. Es herrschte jetzt der Euphorie. Das sehen wir auch am WIX, der auf sein zweittiefstes Niveau seit 4 Jahren gefallen ist. Wir sind unter der Marke von 13, das heißt, es ist so billig, sich abzusichern gegen Kursrückschläge wie selten, weil eben keiner mit solchen Kursrückschlägen rechnet. Und wir sehen hier einen Tweet von Figuring Out Money. Ich nenne dieses Stück Überconfidence, also Übervertrauen. Hier sehen wir so bullische Kommentare, sehen wir derzeit wieder mal nach einem Anstieg von 11%, wie wir sie gerne an Tops sehen, wo gesagt wird, naja, seht ihr die Bären, ja, sagt auch total falsch. To the moon, die Kurse werden nur noch steigen. Ich hatte kurz vor Ende meines Urlaubs ein Video gemacht, als wir wirklich ausverkauft waren, als die Stimmung mies waren, wo ich sagte, also da ist eine technische Erholung mindestens wahrscheinlich, dass die so groß würde, wie sie dann ausgefallen ist, das war nicht zu erahnen. Auch für mich natürlich nicht, hätte ich nicht gedacht, aber dass da etwas kommt, das hatte sich mit vielen Indikatoren abgezeichnet, genauso wie es sich jetzt abzeichnet. Wir sehen Bullish Percentage Index in Extrembereichen. Hier sehen wir, dass der RSI hier zum Beispiel schon gestiegen ist, als die Kurse Ende Oktober noch gefallen sind. Das sind so diese positiven Divergenzen, die dann oft eine Rallye nach sich ziehen. Jetzt sehen wir, dass wir massiv überkauft sind inzwischen. Also wer will jetzt noch kaufen? Die Institutionellen sind jetzt drin, die mussten auf den fahrenden Zug aufspringen. Und hier sehen wir nochmal eine Motivation auch. Bad News is Good News in One Chart. Das ist der Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem Bloomberg Economic Surprise Index, der nach unten geht. Die Kurse gehen nach oben, weil man sich sagt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das wird sich bald ändern. Buybacks, wie wir unten sehen, in den letzten beiden Wochen war auch noch ein Faktor, der oben drauf kam. CTAs, die mussten zum Beispiel 153 Milliarden Dollar in nur 10 Handelstagen kaufen, aber jetzt werden sie in jedem Szenario Aktien verkaufen. Wenn die Aktienmärkte stärker fallen sollten, werden sie sogar noch mehr verkaufen. Und diese Rallye, die ist deutlich stärker gestiegen als jetzt die globale Liquidität der Zentralbanken, die ein bisschen angestiegen ist, aber lange nicht so stark wie eben die Aktienmärkte. Würden wir sozusagen hier diesem Muster folgen, dem wir lange gefolgt sind, dann müsste der S&P 500 1000 Punkte tiefer stehen. Aber das ist natürlich Bärenpornografie, meine Damen und Herren, den schauen wir uns mal an. Was sich hier abzeichnet, 10-jährige Anleiherendite, Dollar und S&P 500. Und wie ich schon sagte, der Fall der Renditen war ein wesentlicher Punkt für den Anstieg der Märkte. Aber irgendwie sieht das nach einer bullischen Wedge sowohl bei der 10-jährigen Anleiherendite als auch beim Dollar aus, während der S&P 500 eine sogenannte bärische Wedge ausbildet. Beim Dollar ist da dieser Ausbruch schon ein bisschen passiert. All das ist noch im Werden, all das muss ich bestätigen. Aber interessant gestern, dass wir den Nasdaq haben weiter steigen sehen. Ich hoffe, Sie erkennen das. Das Blaue geht weiter nach oben, das Nicht-Blaue geht nach unten. Das ist da Nvidia. Und Nvidia ist ja normalerweise
Also wie Nvidia handelt, handelt der Nasdaq. Gestern war das nicht so. Wir sehen übrigens, dass jetzt immer weniger AI erwähnt wird, also KI in Earnings Calls. Und hier sehen wir mal die absolut dominante Stellung von TSMC, den Taiwanesen, 16,7 Milliarden Dollar. Da passiert dann lange gar nichts mehr bei anderen Chip-Herstellern. Nvidia ist ja nur Designer, stellt die ganze Geschichte nicht her. Und hier sehen wir mal den Umsatz, den TSMC gemacht hat mit den verschiedenen Firmen. Da ist Nvidia 2022 noch ziemlich weit weg gewesen. Aber was gestern sozusagen belastet hat, die Aktie, war kein dramatischer Abverkauf, war eben die Aussicht, dass man nicht noch die Flüsterschätzung übertroffen hat. So oder so, wenn wir jetzt mal die KI-Stocks, also die künstliche Intelligenz-Aktien rausnehmen, dann wäre der S&P 500 unverändert in diesem Jahr. Und hier sehen wir dann mal die Gewichtung der Magnificent Seven, also diese unfassbare Konzentration auf wenige Märkte. Jetzt argumentieren viele natürlich zu Recht mit der Saisonalität. Und die ist natürlich total bullish weiterhin. Ne? Also bisher folgt das natürlich schon diesem Muster. Und normalerweise legt der S&P 500 ja zu, wenn wir praktisch die letzte Zinsanhebung gesehen haben. Bis auf das Jahr 2008 wird hier gesagt, aber nein, das kann man länger zurückverfolgen, nämlich mit der Frage, kommt eine Rezession oder kommt keine Rezession? Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Wenn keine Rezession kommt, was die Aktienmärkte ja annehmen, dann sind diese Kursanstiege gerechtfertigt. Wenn sie doch kommt, dann sind diese Kursanstiege nicht gerechtfertigt. Umso wichtiger wird jetzt eben das, was die Amerikaner an Geld ausgeben an Black Friday. Wie ist der Konsument aufgestellt? Einzelhändler Händler haben im Grunde alle schon gewarnt. Wir sehen übergeordnet bei den US-Firmen, dass die Umsätze ein Problem haben. Nicht die Gewinne pro Aktie das Problem sind, sondern die Umsätze. Und davor warnen im Grunde auch die verschiedenen Einzelhändler, wie sie alle heißen, gestern Nordstrom, Abercrombie, Fitch, Lowe's und, die in dieser Woche ihre Zahlen vorgelegt haben. Kommen wir nach China. Hier droht Jiangxi, eine Schattenbank, jetzt zu kippen. Man warnte vor einer Insolvenz, weil man hat ein Loch von 30 Milliarden Dollar. Das ist mal, weil man mehr als doppelt so viel Schulden hat wie Assets. Jetzt hat übrigens in China eine Stadt, die sozusagen versucht hat, die Leute zu mehr Kindern zu animieren. Die Geburtenraten in China gehen ja massiv nach unten, die Heiraten gehen massiv nach unten. Das wird ein riesen demografisches Problem. Jedenfalls hat diese Stadt, nämlich Zhengzhou, hat jetzt ihr Vorhaben eingestellt, weil man schlichtweg zu stark verschuldet ist und das nicht mehr machen will. Man wollte eigentlich über 2000 Dollar pro Paar auszahlen. Also man muss aufgrund von Verschuldung den Kampf gegen den demografischen Wandel einstellen. Und ich hatte gestern diesen Wandel, diesen Klimakampf, wenn man so will, diesen Klassenkampf ums Klima unter Bezug auf Steffen Mau, den Soziologen, bezeichnet. Jetzt sehen wir, dass diese Geschichte weitergeht, dass sozusagen der Protest gegen die Dominanz des wir müssen das Klima retten Narrativ und sei es auf eure Kosten, dass das weitergeht. Wir sehen hier Wilders in Holland mit einem erstaunlichen und überraschenden Sieg. Das könnte hier einiges nochmal bewegen. Wir sind ja, und das ist das Erstaunliche, wir haben diejenigen, die eigentlich vom System profitieren, in leitenden Positionen sind, viel Geld verdienen in der Regel. Das sind diejenigen, die jetzt sich für eine Transformation der Industriegesellschaft einsetzen und das mit planwirtschaftlichen Methoden, während die Arbeiter, die einfachere Bevölkerung, die weniger gebildete Bevölkerung, genau das nicht will eigentlich. Und dieser Planwirtschaft und dieser Vorschriftenmacherei sehr skeptisch gegenübersteht. Das ist im Grunde eine totale Umkehrung dessen. Früher war links planwirtschaftlich, waren die Arbeiter sozusagen, die Arbeiterklasse wurde als, missbraucht, wenn man so will, für ein planwirtschaftlich-sozialistisches Experiment. Jetzt ist es eben so, dass
Die Grünen, die Planwirtschaftler, sind der grüne Sozialismus und den sehen wir hier dann auch schon im deutschen Haushalt für 2024. Wir sehen etwa 293,5 Milliarden für Sozialausgaben, Personal und Zinsen, 97,9 für Sonstiges und nur 54 Milliarden für Investitionen. Staatsquote liegt über 5%. Und was ist hier das eigentliche Thema, nämlich Habenomics, wenn man es so will, nämlich der Versuch, Deutschland wegzubringen von einer Industrienation hin zu einer Energiewende, die dann nachhaltig ist und so weiter, die letztendlich aber planwirtschaftlich organisiert wird. Und das große Problem ist, dass die Kosten, wie die Welt hier schreibt, des neuen Energiesystems, das Habeck aufbauen will, die sind exorbitant und werden weiter explodieren. Man muss sich klar machen, dass die Umwandlungsprozesse, die bisher gelaufen sind, nur Pillepalle sind mit dem, was noch kommt, wenn wir wirklich klimaneutral sein wollen. Denn wir müssen dann den kompletten fossilen Kapitalstock, den Deutschland nach dem Krieg aufgebaut hat, abreißen und durch einen neuen, ausschließlich auf erneuerbaren Energien beruhenden Kapitalstock ersetzen. Genau das hat Habeck in seinem Transformationspapier auch beschrieben. Das ist ein staatlich finanzierter und gelenkter Prozess, der hier abläuft. Aber das große Problem ist, dass er das jetzt nicht mehr auf Kosten von Schulden, also der kommenden Generation, finanzieren kann, sondern jetzt muss er die Kosten nach dem Urteil des Verfassungsgerichts auf die Lebenden abwälzen. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Der Kapitalstock, den wir brauchen, ist extrem teuer, weil er für die Gewinnung, den Transport und den Gebrauch von Energie eine ressourcenverzehrende und ungleich aufwendigere Technik benötigt als der alte fossile Kapitalstock. Das ist ja das, was ich immer zeige. Wie viel Energie musst du reinstecken in eine Technologie und wie viel kriegst du raus? Bei Wind und Solar ist der Ertrag sehr gering. Du musst relativ viel reinstecken in Relation zu dem, was du rausbekommst. Bei fossilen Energieträgern und bei Atom ist das viel, viel höher, auch wenn die natürlich alle ihre Probleme haben. Das haben die Erneuerbaren auch. Was passiert mit den Solarpanels? Was passiert mit den Windkraftanlagen, wenn die entsorgt werden müssen? Das ist alles sehr, sehr schwierig und gar nicht so einfach. Aber das ist sozusagen das Riesending. Wir haben einen Kapitalstock aufgebaut. Wir zehren von diesem Wohlstand. Und jetzt sollte er abgeschafft werden und durch einen neuen Kapitalstock ersetzt werden. Dass das zu Verwerfungen führt, ist nicht überraschend. Und hier die Aussage von Habeck, dass ja alle auf diesem Weg sind, auf dem wir ja schon sehr weit fortgeschritten sind, stimmt schlichtweg nicht. Hier sehen wir mal China, wie es massiv neue Kohlekraftwerke bewilligt. In der ersten Hälfte 2023 hat China mehr bewilligt als im gesamten Jahr 2021, nämlich 52 Gigawatt. Die Nutzung von Kohle geht in China weiter nach oben, ob wir jetzt CO2-neutral werden oder nicht. Liebe Klimakleber, warum geht ihr nicht nach Peking? Klebt euch da mal auf die Straße. Das wäre doch mal eigentlich eine mutige und richtige Aktion, denn da ist das, was sozusagen das Klima wirklich verändern kann. Das passiert weitgehend in China. Wir sind da eine Nebenbaustelle. Hier sehen wir mal China. 82% fossile Energieträger, die hier für China praktisch relevant sind. Die Erneuerbaren spielen, die man stark ausbaut, keine Frage, aber sie spielen im übergeordneten Kontext keine Rolle. Apropos China, hier sehen wir nochmal neue Krankheit in China. Kommt da das nächste Virus, das aus dem Labor entwichen, durch Fledermäuse übertragen wurde? Oder irgendwie sonst. Jedenfalls scheint das langsam hier auch ein Problem zu werden, das eine gewisse Dimension erreicht. Was wird daraus noch entstehen? Das fragt sich auch für die deutsche Wirtschaft. Wir haben jetzt, wenn Sie das Video sehen, sind die Zahlen schon da. Die Einkaufsmanager-Indizes, die frischen Daten aus dem November. Wir werden gleich bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Zwei Empfehlungen, deutsche Autoindustrie, Megaschnäppchen an der Börse, KGV von 2 teilweise, Volkswagen, unfassbar billig. Wenn Dinge billig sind, hat das meistens auch Gründe, aber ist das ein Kauf? Fragezeichen. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Die EZB droht jetzt ganz konkret 20 Banken mit Geldbußen wegen Klimarisiken. Also unsere oberste geldpolitische Klimabehörde, die droht jetzt mit Strafen, wer seinen Ablass nicht bezahlt. Uiuiui, das ist sehr, sehr böse. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.